Also für Stress gibt es sehr viele verschiedene Definitionen. Ich denke, eine Definition von Stress ist, dass es für das Individuum eine völlig neue Situation ist, eine ungewöhnliche Situation, eine Situation, die es nicht gerne hat. Und es gibt sehr viele Stressdefinitionen. Auch in der Fachliteratur wird immer mehr Stress untersucht, weil auch sehr viele Krankheiten aus Stress entstehen. Und daher ist es aber auch wichtig, dass jedes Individuum seinen Stress selber definieren kann und wahrnehmen kann. Also es ist unterschiedlich, was für den einen ein großer Stress ist, ist für jeden anderen vielleicht einfach gar nichts. Stress äußert sich bei jedem Menschen grundsätzlich anders. Stress kann sich ausleben über den Verdauungskanal. Stress kann sich ausleben im Herz-Kreislauf. Stress kann sich ausleben über die Haut, also bis zum mit Ekzemen, Schuppen und so weiter. Dann eben innere Unruhe, Schlaflosigkeit, permanente geistige Anstrengung. Also man ist permanent irgendetwas am Studieren. Sodass eben kein Schlafen, keine Ruhe finden. Und so kann das eben zu wirklich großen Problemen führen, die den Alltag in jeder Beziehung stören. Gibt es ja unzählige Mittel, die gegen Stress helfen können. Das gibt es ja die feinstofflichen Methoden, es gibt pflanzliche Methoden, es gibt chemische Methoden. Bei jedem Menschen kann man das kombinieren oder einzeln anwenden, je nach Typus, je nach Beanspruchung, je nach Geschwindigkeit, wie das Ganze wirken soll. Ganz wichtig ist, dass man zuerst den Stress erkennt, den individuellen Stress, was macht mich zappelig, was tut mir nicht gut. Dabei auch sich in der Freizeit beobachtet, den Freizeitstress, der nicht zu unterschätzen ist, auch einmal analysieren und sich wirklich dann die Inseln schafft, die man braucht. Das kann man machen mit Sport, Bewegung im Grünen ist etwas sehr Gutes, weil es das vegetative Nervensystem wirklich entspannt. Es gibt Situationen, da ist der Stress vorhanden, man kann ihn nicht ausweichen, man muss durch ihn durch und da sollte man nicht zu fest auf Stimulantien greifen wie Alkohol, Nikotin oder Ritalin, sondern es gibt heutzutage Adaptogene, Phytotherapeutika aus der Pflanzenwelt, die da sehr gut helfen, diese Phasen zu überbrücken. Ich kann Ihnen gerne zwei Entspannungsübungen aus dem Yoga zeigen. Und zwar geht es darum, dass man im Stress unter Anspannung dazu neigt, nicht mehr auszuatmen, sondern nur einzuatmen. Man verspannt die Rückenmuskulatur, den Nacken, man zieht die Schultern hoch. Hier kann man die eine Übung machen, die kann man auch im Büro zwischendurch gerne schnell machen. Die Schultern hochziehen und dann mit Ausatmen ganz fest nach unten aktiv ziehen, den Brustraum wieder frei machen und tief durchatmen. Alleine schon das entspannte Durchatmen führt eigentlich zu einem Loslassen. Die andere Übung ist ein bisschen vielleicht schwieriger. Man setzt sich auch entspannt hin, möglichst mit einem geraden Rücken und versucht mit dem Zwerchfell nur auszuatmen. Das geht so. Das kann man eine Viertelstunde lang machen. Es senkt den Blutdruck, führt zu einer Entspannung und zu einer Elimination von Toxinen, dass man eigentlich sich nachher wieder gut durchlüftet fühlt und wieder klar denken kann. Ich denke, die natürlichen Mittel sind heute die bestwirksamen Mittel gegen Stress. An erster Linie die Tigerwurzel, ein relativ neues Präparat, das sehr hervorragend auf den Sympathikus, Parasympathikus wirkt. Wir haben Rosenwurzel, wir haben Schüsselsalze in der richtigen Kombination, wir haben Hypericum, Johanniskraut in verschiedenen Formen. Da gibt es wirklich eine große Aufzählung und je nach Art des Stresses, je nach Ausleben des Stresses, ist das eine oder das andere das bessere Mittel.